So Leute, Damen und Herren, herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders 2. Ich bin das euer MC Muffix und wir sind immer noch hier in der alten Gießerei. In der Hoffnung, dass wir nun bald, ja, mit Hilfe unseres guten Bubes, ein Mädchen tot oder nur ein Mädchen. Vielleicht bin ich ja ein Mädchen. Bin ich ein hübsches Mädchen? Ich hoffe es. So, ja, wir haben uns halt leider keine Zeit, um uns um solche Lappalien eigentlich zu kümmern. Denn wir müssen hier als Tod unsere Aufgabe erfüllen, und zwar den Tod zu allen zu bringen, die ihn wollen oder nicht wollen. Oh, schönes Kombi. 1, 2, 3, Pause. 1, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. 1, 2, 3. Sehr cooles Kombi. Wir wollen hier nämlich immer noch den den Wächter hier holen. Den müssen wir deaktivieren, indem wir 3 Herzen ihm bringen und die er dann fressen kann. Also, ein netter Zeitgenosse. So, was ist denn da? Oh, Verlieskarte. Schön. Ein bisschen versteckt, aber ist super, dass wir die haben. Jetzt schauen wir mal, wie gut es hier laufen wird. Ist da auch irgendwas Schönes? So eine kleine XP-Kiste. Da ist doch definitiv da was oben, oder? Komme ich da nicht hoch? Da komme ich nicht hoch. Schade, Schokolade. So, egal, Leute. Wir schnappen uns jetzt erstmal hier eine neue Fähigkeit für unseren guten Gevatter Tod. Der Todesgriff. Mit dem Todesgriff-Fähigkeit kann Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt dies zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu großen Zielen hinzieht oder kleine Objekte an sich heranzieht. Okay, Leute, damit haben wir eine neue Fähigkeit und endlich, ja, letzte Fähigkeit, die ich noch im Spiel kannte, erhalten. Damit ist es nämlich unmöglich. Damit ist es uns nämlich nun möglich. Er sagt nicht immer unmöglich. Damit können wir nun an neue Sachen ran. Ich bin mir ganz sicher, da kann ich hoch. Muss gleich mal rausfinden, wie. Und zwar können wir uns hier ziehen. Die Frage ist aber, wie ich da hinten hinkomme. Da muss ja auch irgendeine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Im Endeffekt kennen wir schon diese Fähigkeit. Die ist im Endeffekt dasselbe wie. Oh, warte mal. Warte mal. Wie die Kette, die wir in Darksiders 1 hatten. Und war ja im Endeffekt auch eine, also zumindest im Kampf, meine Lieblingsfähigkeit. Weil man diese wirklich schön nutzen konnte, um Gegner gezielt aus der Masse einmal rauszuholen und denen dann auch ordentlich Schaden zu machen. So sieht's aus, Mann. Und wenn wir eins machen können, dann ist er ordentlich Schaden austeilen. So, war's das oder wollen noch ein paar? So. Überall Heiltränke. So, dann schauen wir mal, was da so schön ist. Hallo? I see, damit können wir jetzt an einige Arenen gehen, wo wir vorher noch nicht lang gehen konnten. Was haben wir da cooles? Erschaffersense. Sensen, die aus dem gleichen Stahl gefertigt wurden, die aus dem die Wächter hergestellt wurden. In den Klingen und sind starke antike Erschafferruhen eingraviert, die ein Zeichen für die Qualität sind. Die Klingen selbst sind scharf genug, um sogar Stein zu schneiden. Sollte man brauchen, wenn mal einer hier von den Wächtern ausrastet. Aber den kann ich noch nicht ausrasten. Level 10, Mann! Ja, okay, aber wir haben immer viel. 200 Erfahrungspunkte, kriegen wir hin. Und eine Seite aus dem Buch der Toten. Und das war die 9. von 10. Das heißt, eine fehlt uns noch. Aber zumindest können wir jetzt auch in den Dungeon gehen, wo wir
Ja, wo wir stecken geblieben sind, wo wir auch den Hammer hier holen mussten. So, schau dich an, weil jetzt können wir... Genau. Die Objekte ganz entspannt hier nehmen und schmeißen. Ich kann nicht. Und überall Heiltränke. Ohne Ende Heiltränke. Ich nehme das einfach mal mit. Ich hoffe, das explodiert mir in der Hand und ich verliere mein ganzes Leben. Und wenn nicht, dann schmeiße ich es einfach auf den Buhr. So. Buhr, willst du fangen spielen? Du bist! Psst, ja, den erfüllt dich, Mann. Null Schaden, Mann. Nicht schlecht, Burli. So, okay, kommt her. Gegner, kommt alle her. Ich bin ready. Folge mir. Wieso sollte ich? Weil. Du kannst mir folgen. Ich bin hier der Boss. So, weil wir können hier jetzt nochmal dahin gehen. So, drauf gehen. Muss ich mir überlegen. Boah, das ist ja. Ein Jump, Mann. Und wenn da jetzt nicht das beste E-Team überhaupt drin ist. Ein paar Sneaker sind da. Ein paar schicke Sneaker. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Okay, dann haben wir uns da das E-Team geholt und nun können wir zurück. Also, jetzt könnten wir auch theoretisch den Dungeon verlassen und nochmal ein, zwei Sachen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Area in der, in dieser Eisregion, da wo wir auch nicht weitergekommen sind. Könnten wir jetzt auch hier die Fähigkeiten nutzen. So, jetzt muss ich nur überlegen, wo ich hin muss. Ich bin nämlich jetzt auch nicht sofort klar. Folge mir. Okay, ich folge dir. Es ist gut, dass du... weil jetzt hätte ich doch mal kurz überlegen müssen, wo ich lang gehen müsste. Okay, wir sind wieder am Anfang. Buh, du weißt, wo du mich hinführst, hoffe ich. Weil so langsam wie du da rumlatscht, da brauche ich eine 100... Ah, genau, da kommen wir jetzt hin. So. Das einzige Problem halt ist, jetzt kann man unsere Pistole halt aktuell nicht nutzen. Dafür müsste ich jetzt erstmal wieder umtauschen. Oh, schöne Attacke. Bleib hinter mir. Ich kümmere mich darum. So. Ein paar fliegende Stiefel. Nehmen wir mal den hier. Und schmeißen es da hin. Da hinten wird es auch ein Wächter. Den sehe ich jetzt auch erst gerade. Da können wir dann wahrscheinlich auch später noch hin. Aber erstmal gehen wir da lang. Komm, schmeiß mich. Nett? Wieso will er mich jetzt nicht schmeißen? Okay. Aber ganz ehrlich, Mann, sonst schmeißt er mich auch mal. Und jetzt? Hätte das voll schön machen können, damit ich zurückgehen kann. Ja, damit ich hier mehr vorwärts kann. So. Okay, ein Teil der Brücke haben wir geschafft. Dann da hoch. Geht wie das Brezel backen. Ach, Leute, Mann. Glaubt's mir. Bis jetzt lief alles so schön, so gut. Und es wird sich alles ab dem nächsten Dungeon ändern. Dann werde ich nur noch verzweifelt mich an jedem Riesel. Hä? Was? Wo muss ich hin? Du Kakree. Kannst du mir nicht mal sagen, wo es lang geht? So wird es dann nämlich die ganze Zeit laufen. Ich prophezei es euch nur schon mal. So. Aber nun gut, dafür habe ich mir meine schöne neue Kralle. Also, Buhr aus dem Weg, hallo. Was haben wir da? Ein Aufzug. Okay, und was passiert in meinen Aufzügen? Natürlich, sie werden verschlossen und es kommen ganz viele Gegner. Das finde ich sehr gut, weil ich will Erfahrung haben. Was? Keine Gegner? Keine Gegner in Aufzügen. Was ist denn da los? Das stimmt doch irgendwas nicht. Muss ein Bug sein. So, was versteckt sich hinter Tür Nummer 103? Ah, ein Herzstein. Darin ruht die Seele eines großartigen Erschaffers. Finde einen Weg, ihn herunterzubringen. Dann werde ich ihn tragen. Alter, ich werfe dich.
Gut, dann hoffe ich mal, dass du ein bisschen gnädiger bist als die Lava. Können wir nochmal versuchen. Du hast mich schlecht geschmissen, du hast mich vorhin in die Lava geschmissen. Leute, ihr habt es alle gesehen, der hat mich in die Lava geschmissen. Ich bin nicht aus eigener Dummheit reingefallen. Das war eindeutig er. Er hat mich in die Lava geschmissen. Beweis mir das Gegenteil, ihr habt nichts auf Video. Verdammt. Scheiße, hätte ich das bloß nicht aufgenommen. So, komme ich da hoch? Gute Idee. 6, 6, 6. Ja, okay, man verliert Leben, aber man verliert echt so wenig Leben, dass es wirklich nicht stört. Komm. Dann los. Ich würde eigentlich ganz gerne zu der Kiste denn. Ich weiß halt noch nicht wie. Tja, dann halt nicht. Puh. Bin nicht angewiesen auf die Kiste, Mann. Immer meine eigene Kiste auf mit Blackjack und Nutten. Aha, und da hätte mich nicht einfach so schmeißen können. War der Anlauf, den ich hier gebraucht habe. Na gut. Aber in die Kiste, keine Ahnung, wie der hinkommen soll. Aber mach ich lieber so. So, was haben wir da? Da haben wir eine Kiste. An die man auch rankommt. Wohlgemäht. Ja. Komm schon. Das war aber mein Fehler. Keine Schuld am Spiel. Keine Schuld am Spiel. Man muss schon ehrlich sein, wenn man schlecht ist. Also ich bin nie schlecht. Eigentlich ist ja immer das Spiel. Das war die goldene Ausnahme. Oh, was mache ich denn da? Zum Glück ist das der letzte Part in der Aufnahmesession. Sonst wird's immer nur schlechter werden, Mann. Ich vergesse immer, alles weiterdrücken, Mann. So, hüpfen. So easy part eigentlich. So. Zack, L2. L2. Ist ja eigentlich sehr schön, dass sie L2-Taste gemacht haben. Weil sonst ist ja in den meisten Spielen immer so, wenn du zurückhüpfst, dann gibt es immer also diese lustigen Spiele. Entweder die Spiele, die sagen, okay, zurück ist, wenn du von der Kamera zurück gehst, oder es ist zurück von da, wo du stehst. Das heißt, wenn ich jetzt wenn rechts, also vom Charakter zu hinten ist, dann ist das halt hinten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt zum Beispiel, gibt es halt so Spiele, da ist es halt immer sehr amüsant, wenn es so ist und man sich da immer ärgert. Und da ist diese L2-Lösung ehrlich gesagt eine ganz schöne Option, dass man sich nicht unbedingt ärgern muss. So, Klopskerl, stehen wir wieder auf. Stört die Lava dich nicht? Ja, schauen wir nicht. Es schmerzt! Es tut so weh! Hilfe! Ich werde von dem Tod geritten! Okay, scheint ihn nicht allzu sehr zu stören. Zum Glück verstehe ich. Zum Glück haben wir den Golems nicht beigebracht, wie sie reden können. Ansonsten hat man Probleme. Da gibt es was in der Simpson-Folge. Wo es auch darum geht. Also Horror-Folge war das da. Wo man denen dann immer so Sätze in den Mund reingeschmissen hat, damit die Golems dann reden. So ist es ungefähr auch mit denen. Also, okay, Leute, schnappen wir uns das erste Herz. Machen wir noch ein bisschen Sachen kaputt. Wieso droppen auf einmal so viel Heiltrank? Aber wenn ich wieder einen Heiltrank gebraucht habe, dann kommt nichts mehr. Also. Gut, ich kümmere mich darum. Bringen wir ihn zum Wächter. Hast du schon was vom Fangen gehört? Also nicht den Stein, ich meine mich. Mich hätte es zurückfangen können, als ich da runtergeklatscht bin, Mann. Aber er ist auch gut, Mann. Ja, also mit Samthandschuhen geht unser Wärter, kriegt er definitiv nicht ran. Passt er echt durch die Tür? Muss ich gleich mal anschauen. Ja, okay, man kann sich auch durchglitschen, das ist auch eine gute Idee. So, Aufzug. Jetzt kommen Gegner. So, Matschi alle zusammen, genau.
Ah! Vielleicht sollte ich nicht noch mehr Gegner auf mich draufziehen. Leute, warte. Wir können erstmal einen Machtpunkt machen. Da würde ich sagen, machen wir hier die vorigen Seelen. Und dann... meine Erschaffersense. Oh, Leute, Mann. Bin ich mir das ein oder bin ich übelst schnell? Was ist denn das für ein Kackaufzug, Mann? So, komm. Weg. Wie ein junger Gott. Hüpfe da durch die Gegend, planlos und sinnlos. Oh, schöner Schlag. 1, 2, 3. Und genau, Mann. Dieser Drecksaufzug kann doch sich mal ein bisschen schneller hier bewegen, oder? So, ganz entspannt, bevor wir angekommen sind. Hä? Ich kann da gar nicht mehr runter, oder? Nö, ich kann da mal runter. Ich hoffe, da war jetzt kein Item, was ich übersehen habe. Eine Kiste war da. Wäre natürlich jetzt madig, weil ich kann da leider nicht mehr runter. Da kann man nichts machen, also komm. Sesam, öffne dich. So, nur weil der Aufzug kaputt gegangen ist. Scheiß Aufzug. So, also Leute. Wo muss ich das Wächter jetzt hinschmeißen? Der alte Stein erwacht. Anscheinend sind wir noch nicht fertig. Okay, den ersten Wächterstein haben wir hier eingesetzt und bevor er bei unserem Klopskeller erwacht, brauchen wir noch zwei andere. Das werden wir beim nächsten Mal hier weiterverfolgen. Davor machen wir jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Darksiders 2. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.